Hallo Leute, heute wieder mal mit mir, mit dem Dia bei Dia Aggressiven. Und heute haben wir ein neues Spiel, nämlich eigentlich Sherlock Holmes Nemesis. Und hier steht Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Ja, vielleicht ist es ja eins dasselbe Spiel oder vielleicht Nemesis ist vielleicht ein anderer Name. Bei anderen, wer weiß. Auf jeden Fall das oder das. Ich denke mal, das Spiel nenne ich einfach Nemesis, weil es ist kürzer. Und ja, da beginnen wir einfach mal. Ne? Schöner Ladebildschirm übrigens. Nee. Ach, die werden immer dunkler dann. Oh, sie schlüpfen in die Rolle von Sherlock Holmes, dem berühmten Detektiv aus der Baker Street 221B in London. Bei diesem Fall müssen Sie sowohl Urteilsfähigkeit als auch Gelassenheit beweisen. Betrachten Sie die Gegenstände und Personen in Ihrer Umgebung genau und zögern Sie nicht, sie anzuklicken. Jede Information und jeder Kommentar kann Ihnen bei Ihrer Jagd helfen. Vergessen Sie nicht, jeden zu befragen, der Informationen für Sie haben könnte. Wählen Sie die richtigen Fragen und geben Sie Acht auf die Antworten. Okay. Wisst ihr weiter? Vergessen Sie sie. Ist, ach nee, vergewissern Sie sich, dass Ihr Gegenspieler Sie nicht austrickst. Arsène Lupin wird Sie vor einer Menge Herausforderungen stellen, bei denen Sie scharfsinnig und methodisch vorgehen müssen. Aus diesem Grund werden Sie bei Ihren Untersuchungen einen Stift und Papier benötigen. Red. Manche Rätsel werden Ihnen Ihrem Helden einige Dankbarkeit abverlangen. Es wird eine echte Herausforderung. In bestimmten Momenten müssen Sie Fragen beantworten, um Ihr Abenteuer fortzusetzen. Dazu können Sie auch Ihre Notiz verwenden. Vergessen Sie nicht, die Dokumente zu lesen, die Sie gesammelt haben und auch einen Blick in Sherlock Holmes Notizen zu werfen. Selbst der kleinste Hinweis kann entscheidend sein. Um Ihre Untersuchung voranzutreiben, stehen Ihnen Pläne und Karten zur Verfügung, die Ihnen erlauben, sich durch Klicken auf bestimmte Punkte schnell und Antworten zu begeben. Durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste gedrückt haben, können Sie Ihren Charakter aus dem Rennen lassen. Die Ära Englands steht auf dem Spiel. Entscheiden Sie Ihren Gegner nicht. Leider weiß ich aber auch nicht, welches Spiel als erstes kam. The Vacant oder Nemesis? Oh. Ich glaube, The Vacant. Sherlock Holmes jagt Arsène Lupin. Sieht irgendwie, die Stadt sieht genauso aus, ne? Vierzehnter Juli 1895. Scheint ein wunderschöner Tag zu werden, Holmes. Es gibt doch nichts Schöneres, als die Woche mit einem sonnigen Montag zu beginnen. Vor allem, wenn man lediglich nach der Post zu sehen hat. Wie wäre es mit einem kleinen Ausflug auf der Themse? Das halte ich für keine gute Idee, Watson. Wenn ich mir erlauben darf, Holmes, seit 2 Wochen sind Sie sehr in sich gekehrt. Und ich habe Grund zur Annahme, dass Sie irgendetwas beschäftigt. Sie haben doch nicht schlechte Nachrichten aus der Schweiz erhalten. In diesem Fall, mein lieber Watson, säßen wir bereits in einem Schiff, das uns auf den Kontinent bringt. Gut, was ist es dann? Lassen Sie mich raten. In den letzten 2 Wochen haben die Zeitungen unentwegt über diesen Franzosen Arsène Lupin berichtet. Ein Dieb, der die gesamte Polizei des Kontinents zum Narren hält.
Es macht Ihnen offensichtlich Spaß, diese Artikel zu lesen. Mein lieber Watson. Ich habe den Finger auf die Wunde gelegt, nicht wahr? Ich kenne Sie. Sie wollen sich nicht über diesen Lupin unterhalten. Erinnern Sie sich an seinen letzten Coup? Er hatte unter einem Decknamen eine junge italienische Prinzessin verführt, um kostbare Diamanten zu entwenden, die einst den Medici gehörten. Diese Juwelen sollten als Aussteuer für ihre Heirat mit einem wohlhabenden, einflussreichen Sizilianer dienen. Anschließend spielte unser Freund der Presse Informationen zu, dass dies die einzige Möglichkeit für die charmante junge Dame gewesen sei, dieser Vernunftheirat mit einem, ich zitiere, unkultivierten und ungehobelten Flegel, der nicht die geringsten Umgangsformen hat, zu entgehen. Seitdem lebt die Dame in einem Kloster. Und das heißt, dass die beiden empörten Väter gewaltige Summen auf den Kopf des unverschämten Diebes ausgesetzt hätten, der für diese Schande verantwortlich ist. Der Rest seines Körpers werde nicht unbedingt benötigt. Ist Ihnen das kriminelle Milieu Italiens vertraut? Herrje, schon wieder ein Brief vom Zoo wegen dieser vermissten Vögel. Als ob wir nichts Besseres zu tun hätten, als durch London zu rennen und Hühner zu fangen. Also, wie ich sagte, ist Ihnen das kriminelle Milieu Italiens bekannt, Holmes? Dieser Arsène Lupin versteckt sich sicher irgendwo. Wahrscheinlich zwischen leeren Champagnerflaschen und Diebesgut. Ach, diese Franzosen. Wie verwegen und wie arrogant. Aber nicht verwegen genug, seinen Fuß auf britischen Boden zu setzen und hier... Was ist, Watson? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen? Das glaube ich einfach nicht. Was haben Sie, Watson? Reden Sie doch. Da, der Brief auf dem Tisch, Holmes. Lesen Sie nur. Aha, steuern Sherlock, den Sie durch das Spiel bewegen, indem Sie die linke Maustaste auf das hier gewünschte Zielobjekt klicken. Ein Doppelklick lässt ihn laufen. Besser. Ey, guck mal, das Spiel ist echt viel weiter als es ist der Folgere. Guck mal, das macht ja viel mehr Spaß. Man kann ja sehen, wo man hinklicken soll. Das sieht man aus 10 Kilometer Entfernung. Guck mal, da wollen wir mal sehen, sogar mit dem sprechen. Ach, viel schöner. Was? Dritte. R, kann ich die Perspektive wechseln? Habe ich jetzt mitgekriegt. Halt rennt er. Ja, brauche ich nicht, oder? Erstmal lesen. Oder auch nicht. Was? Wesh. Will ich mich verarschen? Ich lese das jetzt nicht durch, weil das einfach zu lang ist. No. Das gibt es doch nicht, Holmes. Es kann sich hierbei nur um einen Scherz handeln. Schon möglich, Watson. Ein dummer Jungenstreich. Aber vielleicht will er uns tatsächlich herausfordern. Was werden Sie tun? Zunächst werde ich mir Mrs. Hudsons Frühstück schmecken lassen. Vielleicht könnten Sie in der Zwischenzeit einige Unstimmigkeiten in diesem Brief klären. Sollte der Brief tatsächlich von Arsène Lupin stammen, wie er behauptet, frage ich mich, warum er mit anderem Namen unterzeichnet ist. Was das Gedicht anbelangt, müssen wir ganz sicher gehen, auch wenn die Antwort einfach erscheint. Worauf könnte der Dieb es heute Nacht abgesehen haben, wenn sich dieser Brief als echt erweist? Uns bleibt ein Tag, um das herauszufinden und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Sie begeben sich am besten zu Barnes Buchhandlung in der Glentworth Street. Dort werden Sie sicher nützliche Informationen finden. Okay, Dr. Watson. Holmes Geige. Wenn ich das schon mal angeguckt habe, da ist es dann grün.
Cool. Ich mag das Spiel jetzt schon viel mehr als das alte. Ach, das ist ja diese Statue. Was? Diese verfluchte Statue ist immer noch hier. Ich habe Mrs. Hudson gebeten, sie zu entfernen. Tja, cooles Bild. Was? Ich glaube auch die Engine wurde blöd aufgefrischt, oder? Hä? Moment hier. Die tanzenden Männchen. Ich erinnere mich. Ich nicht. Tisch. Holmes Tisch für Experimente. Was für eine wilde Sammlung. Wilde Sammlung. Okay, eine Waage. Interessant. Was Büchlein. für ein Chaos. Oder ein Chaos. Oh, ja, auch ein Chaos. Vertrag über Kornisch, die keltische Sprache des kornischen Volkes. Und hier, mittelalterliche Töpferei. Holmes hat einen interessanten